Guten Morgen von Stavanger. Ich bin jetzt, gerade gegangen von der Christine. Letzte Nacht haben wir bei ihrer Cousine übernachtet, nach der kalten Nacht auf dem Breigestolen. Und jetzt bin ich wieder on the road im Defender und hole heute den Jonas zu Bergen ab. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass es eine recht lange Fahrt ist. Es geht über 5 Stunden. Und ja, es geht fast gleich lang auf Bergen wie auf Oslo, habe ich gemerkt. Aber ja, der Jonas ist schon am Warten. Er ist schon gestern oben angekommen, hat sich ein Hotel gegönnt für die erste Nacht. Und ja, mal schauen, wenn wir eintreffen dort. Nach Bergen gefahren, gehe die Jonas abholen und es ist alles mega gut gegangen. Ich habe 2 verschiedene Fähren genommen und es hat super geklappt. 5 Stunden Fahrt, alles mega smooth gegangen, dann hat der Jonas zu Bergen abgeholt und er ist gerade dahinter am Holz sammeln. Und wir haben auch ein mega cooles Plätzchen gefunden, direkt hier am See. Und ja, jetzt haben wir noch ein bisschen geschafft. Hier am Pult. Und ja, jetzt sollten wir dann wahrscheinlich noch ein Feuer machen und dann noch das Nachtessen. Und eigentlich ist heute Ostersonntag, wegen dem schaffe ich nicht allzu viel. Morgen von Flam. Wir sind mittlerweile im Landesinneren von Norwegen angekommen. Gestern sind wir 3 Stunden gefahren in den Nationalpark hier und haben uns ein Camping gegönnt. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz. Für heute hier habe ich gutes WLAN und heute arbeite ich den ganzen Tag hier.
Und jetzt sind wir zu zweit und ich muss den ganzen Tag arbeiten. Mal schauen, wie das wirkt. Aber das Wetter ist zum Glück mega gut. Und wegen dem denke ich, kann ich heute sogar draußen arbeiten. Und ja. Jetzt mache ich zuerst einmal noch Kaffee. In Schweden angekommen. Gestern sind wir durch eine mega interessante Landschaft gefahren, wo es geht via Alaska. Heute ist auch das erste Mal, wo man wirklich chillig draussen arbeiten kann. Es hat zwar noch Eis oben am See, aber es funktioniert gut mit draussen arbeiten. Es ist mega warm. Und ja, heute Nachmittag arbeiten wir hier vom See aus. Und morgen geht es dann weiter Richtung Oslo. Und vielleicht sogar Schweden. Ich zeige euch einmal, wie wir hier arbeiten am See. Es ist wirklich ein mega schöner Spot. Wir haben den gefunden, auch auf Park for Night. Jonas war vorher gerade am Zähneputzen. Und hier hat es so ein kleines Hütchen, wo so eine Fischerhütte ist. Und wir sind das Einzige, was ein bisschen tricky war, um hier runterzufahren. Haben wir über recht steile Strecke müssen, aber mit dem Land Rover alles kein Problem. Und jetzt haben wir uns hier eingerichtet. Und arbeiten von hier aus jetzt. Ja, es geht tipptopp. Und heute hoffen wir auch auf einen richtig nice Sonnenuntergang. Und ein bisschen Footage. Thank you.
Hallo zusammen, ich habe schon lange keinen Eintrag mehr gemacht. Wir sind mittlerweile 2 Tage in Kopenhagen und jetzt wieder nach Rom gefahren, um nochmal an den Autostrand zu gehen. Jetzt habe ich gerade die Feuerübung gemacht und wir haben es auch nochmal hier geschafft heute, wie es oft die Tage. Und ja, jetzt geht es raus und dort shooten wir dann noch Sunset und dann geht es dann gleich schon wieder heim zu. Und zwar haben wir geplant, 3 Tage durch Deutschland zu fahren und vielleicht noch das eine oder andere auf dem Weg anschauen, aber hauptsächlich einfach den Weg von Dänemark zurück in die Schweiz. Lang vor Abtour.